Schwer verletzt wurde am Donnerstagabend die 81-jährige Fahrerin eines Mercedes bei einem Unfall auf der L48 zwischen Bekont und Törnig. Laut Polizei wollte die Fahrerin gegen 21 Uhr im Karenbachtal auf die L48 abbiegen, als ihr Fahrzeug mit einem von Bekont kommenden Audi kollidierte. Der Mercedes wurde bei dem heftigen Zusammenprall fast 20 Meter in eine Leitplanke geschleudert. Dabei wurde die Fahrerin eingeklemmt. Rettungskräfte mussten die ältere Frau mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch der 18 Jahre alte Fahrer des Audi wurde schwer verletzt. Die L48 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schwaich und Bekont, das DRK aus Schwaich und Ehrang mit Notarzt sowie die Polizeiinspektion Schwaich.